Schau dir das an. 7 Übungen, um Nervenschmerzen in Minuten zu lindern. Leidest du an Ischias-Beschwerden? Ischi was? Ischias-Nervenschmerzen sind die schießenden Schmerzen, die in deinem unteren Rücken, Po, Hüften und Beinen auftreten können. Es ist ein echter Albtraum für diejenigen, die darunter leiden, und viele sind bereit, sich einer invasiven Operation zu unterziehen, um es loszuwerden. Aber in über 75% der Fälle ist das nicht einmal notwendig. Eine der effektivsten Methoden zur Bekämpfung von Ischias-Schmerzen sind regelmäßige therapeutische Übungen. Schau weiter, um mehr zu erfahren. Klicke auf Abonnieren und aktiviere das Glockensymbol, um dich uns auf der Sonnenseite des Lebens anzuschließen. Wir beginnen die ersten Übungen auf dem Boden. Du kannst eine Yogamatte verwenden oder einfach eine Decke auf eine flache Oberfläche legen. Vergiss nicht, alle Fenster und Türen zu schließen, damit es keinen Luftzug gibt. Und versichere dich, dass es im Raum nicht zu kalt ist. Jetzt kannst du anfangen. Übung 1. Juri Elkamin, ein Experte für Ernährung und Gewichtsabnahme, erklärt, dass die Nadelöhrhaltung eine der effektivsten Übungen ist, die du zur Linderung von Ischias-Nervenschmerzen tun kannst. Also lass es uns versuchen. Fertig? Beginne, indem du mit gebeugten Knien auf dem Rücken liegst. Hebe dann dein rechtes Bein an und platziere deinen rechten Knöchel an deinem linken Oberschenkel. Wickle dann deine Hände von hinten um den Oberschenkel und ziehe ihn zu deinem Körper. Bleibe mindestens 30 Sekunden in dieser Position, ohne den Kopf vom Boden zu heben. Mache 2 bis 3 Wiederholungen für jedes Bein, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Übung 2. Für diese Übung bleibst du mit gebeugten Knien auf dem Rücken. Aber dieses Mal lege deine Arme neben deinen Körper. Hebe nun deine Beine ein wenig vom Boden. Hebe und senke sie 5-mal. Übung 3. Für die letzte Übung auf dem Boden, Gott sei Dank, brauchst du einen Tennisball. Lege dich auf ihn, sodass er direkt unter einer deiner Hinterbacken positioniert ist. Linke Seite. Bewege dich dann vorsichtig, um den wunden Punkt zu finden. Wenn du es gefunden hast, drücke etwa 30 bis 60 Sekunden lang vorsichtig auf diesen Punkt, indem du deinen Körper auf dem Ball entspannst. Du kannst auf diesen Bereich auch auf- und abrollen. Versuche danach, einen anderen schmerzhaften Punkt zu finden und mache dasselbe. Vermeide jedoch das Rollen auf der Wirbelsäule und stoppe sofort, wenn du starke Schmerzen spürst. Um den bestmöglichen Effekt zu erzielen, wiederhole diese Übung 1 bis 2 Mal pro Tag für 5 bis 10 Minuten. Die nächsten Übungen sollten in einer sitzenden Position getan werden. Übung 4. Diese erste Übung ist eigentlich eine Yoga-Pose. Sie heißt halber Drehsitz und ist bekannt dafür, nicht nur Ischias-Schmerzen zu lindern, sondern auch die Wirbelsäule zu aktivieren, die Leber- und Nierenarbeit anzuregen und deinen Muskeln eine gute Dehnung zu geben. Beginne die Übung, indem du auf dem Boden sitzt und deine gebeugten Beine vor dich hältst. Lehne dich auf dein linkes Bein, bewege dein rechtes Bein über den linken Oberschenkel, während das Bein noch immer gebeugt ist. Strecke nun deinen rechten Arm aus und senke ihn auf den Boden ab. Beuge den linken Arm am Ellbogen und lege ihn auf dein rechtes Knie. Beende die Übung, indem du deinen Kopf auf deinen Körper leicht nach rechts drehst. Wie eine Brezel. Halte diese Position etwa 30 Sekunden lang und wiederhole dasselbe für dein linkes Bein. Übung 5. Die zweite und letzte Übung dieses Sets ist viel einfacher. Setz dich auf einen Stuhl und lege deinen linken Knöchel auf dein rechtes Knie. Lehne dich dann vorsichtig nach vorne und halte den Rücken gerade.
Halte diese Position 10 Atemzüge lang und kehre in die Ausgangsposition zurück. Wiederhole diese Übung 5-mal für jedes Bein. Für die letzten paar Übungen musst du deinen Hintern hochbewegen und aufstehen. Übung 6. Um unsere erste Stehübung auszuführen, musst du einen Fuß auf eine erhöhte Oberfläche stellen, wie zum Beispiel einen Stuhl oder einen Tisch, während du Bein und Zehen gerade hältst. Dehne dich in dieser Position so nahe wie möglich zu diesem Bein, bis du einen deutlichen Widerstand in deinem Oberschenkel spürst. Halte diese Position 30 Sekunden lang, ohne den Oberschenkel des angehobenen Beins anzuheben. Gehe dann zurück in die Ausgangsposition. Vergiss nicht, diese Übung für jedes Bein 2 bis 3 Mal zu wiederholen. Übung 7. Um das Training zu beenden und die Ischias-Schmerzen zu lindern, beuge das linke Bein und lege es erneut auf eine erhöhte Oberfläche. Mach mit dem rechten Fuß einen kleinen Schritt zurück und dehne dich vorsichtig so nahe wie möglich zum linken Bein. Halte diese Position für 5 Atemzüge. Wiederhole das gleiche für das andere Bein und dein therapeutisches Training ist abgeschlossen. Mit der Zeit werden deine Rücken-, Hüft- und Beinschmerzen für immer aus deinem Leben verschwinden. Oh, und als zusätzlichen Bonus bekommst du mehr Flexibilität und mehr Bewegungsfreiheit in deinen Hüften. Es ist ein Win-Win. Vergiss nicht, mit deinem Arzt zu sprechen, bevor du mit diesem kurzen Übungsplan fortfährst. Besonders wenn du schwanger bist oder schwerwiegende oder chronische Erkrankungen hast. Nur dein Arzt kann dir sagen, ob dein Körper mit diesem Training umgehen kann und welche Verbesserungen du vornehmen könntest, um es für dich noch geeigneter und effektiver zu machen. Wenn dir manche dieser Übungen wirklich gefallen haben, solltest du auf jeden Fall Yoga ausprobieren. Zunächst hilft es, Schmerzen am Ischiasnerv zu lindern. Laut Dr. James Carson, einem Psychologen vom Comprehensive Pain Center der Universität für Gesundheit und Wissenschaft Oregon, USA, hilft regelmäßiges Yoga deinem Körper dabei, reibungsloser zu funktionieren. Dies verringert deine Chance, dass du eine Haltung einnimmst, die Ischias-Beschwerden verschlimmern könnten. Wenn du also noch nie zuvor Yoga ausprobiert hast, ist es definitiv Zeit dafür. Denn es ist gut für deine Figur und für deine psychische Gesundheit. Ganz bestimmt. Auch Hausmittel können dir helfen, mit diesem Problem umzugehen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung ätherischer Öle wie Ingweröl oder Pfefferminzöl. Für die Behandlung mit Ingweröl musst du 4 Tropfen davon mit 1 Esslöffel Kokosöl mischen und die endgültige Mischung auf den betroffenen Bereich auftragen. Ingweröl hat starke beruhigende und anästhetische Eigenschaften, die den Schmerz schnell lindern können. Das Pfefferminzrezept ist das gleiche und bewirkt dank seiner entzündungshemmenden und schmerzlindernden Wirkung auch bei Ischiasnerven wahre Wunder. Auch deine Ernährung spielt hier eine größere Rolle, als du vielleicht denkst. Eine von italienischen Forschern durchgeführte Studie bestätigt, dass die regelmäßige Einnahme von Vitamin D zur Behandlung von Ischias beitragen kann. Außerdem fügen Experten die Vitamine B12 und C dieser Liste hinzu. Iss also mehr Nahrungsmittel, die reich an diesen Elementen sind, um deine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Für Vitamin D eignen sich am besten Lachs, Austern, Eigelb und Pilze, um nur einige zu nennen. Eine beträchtliche Menge von Vitamin B12 findest du in Sardinen, Rindfleisch, Thunfisch und Milchprodukten. Und für mehr Vitamin C in deinem Leben gib süße gelbe Paprikaschoten, Petersilie, Kiwis, Brokkoli und Zitronen zu deiner Ernährung hinzu. Auch die tägliche Zubereitung von Selleriesaft bewirkt Wunder. Nimm einfach frischen Sellerie, schneide es in Würfel, füge Wasser hinzu und gebe alles in einen Mixer. Sobald dein Saft fertig ist, füge etwas Honig hinzu und trinke ihn mindestens 2-mal täglich. Sellerie reduziert Schmerzen und Entzündungen in kürzester Zeit.
Genau das Richtige für all diejenigen, die unter Ischias-Nervenschmerzen leiden. Und schließlich, um deine Chancen zu verdoppeln, ein für alle Mal Nervenschmerzen loszuwerden, musst du einige Änderungen im Lebensstil vornehmen. Zuallererst solltest du auf deine Haltung achten, da diese den Ischiasnerv beeinträchtigen oder zerstören kann. Eine weitere wichtige Sache ist, das Heben von wirklich schweren Gegenständen zu vermeiden und nicht allzu oft hohe Absätze zu tragen. Ich komme damit klar. Wenn du in einem Büro arbeitest und normalerweise den größten Teil deines Arbeitstages sitzt, dann mach unbedingt kleine Übungen oder stehe alle 20 Minuten auf, um den Druck auf deinen Rücken zu verringern. Grundsätzlich gilt, je aktiver dein Lebensstil ist, desto besser. Wenn jedoch nichts funktioniert und die Situation langsam aber stetig außer Kontrolle gerät, solltest du auf jeden Fall so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Kennst du noch andere Tricks, um Ischias Nervenschmerzen zu lindern? Sag es uns im Kommentarbereich weiter unten. Vergiss nicht, dieses Video mit einem Gefällt mir zu versehen, teile es mit deinen Freunden und klicke auf Abonnieren. Bleib immer auf der Sonnenseite des Lebens.